dann fange ich mal mit der ersten Reihe an. Als erstes müssen wir den Faden fixieren, was nach meiner Methode so funktioniert, dass ich hier neben diesen Löchern einsteche, den Faden ganz durchziehe und dann durch das erste Loch in der Reihe rausgehe. So, jetzt kommt die erste Standardschuppe, sage ich mal. Die wird hier aufgefädelt. Dann durch das zweite Loch in der Schuppe, in das zweite Loch auf dem Stoff. Und langsam durchziehen. Nicht zu schnell, weil es dann gerne mal einen Stau bildet, wenn man zu schnell zieht. Und dann wird es immer laut in der Wohnung bei mir, weil ich dann so rumschrei. So. Ich möchte gerne auf jeder dieser Strecken zwei Fäden liegen haben. Also muss ich hier mehrfach durch, bis das der Fall ist. Man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, mit einem Doppelfaden zu arbeiten. Ich habe das schon probiert. Das Ergebnis ist nicht ganz so präzise geworden wie das hier. Aber ihr könnt es versuchen. Vielleicht ist jemand technisch auch besser als ich. Kriegt es besser hin. Ich mache es lieber so. Ich ziehe lieber mehrfach durch, als hier einen Doppelfaden zu verwenden. So, immer noch mal zwischendurch stramm ziehen. Dann hier wieder rein. Und nochmal. So, weil hier oben nur ein Faden liegt, müssen wir nochmal durch. Um dann hier weiterzukommen. So, der letzte Stich. Befestigt dieses Loch hier unten und das dient dazu, dass die Schuppe nicht so leicht abheben kann. Am Ende geht es hier ja auch um eine Schutztechnik und das ist wichtig, dass die Schuppe nicht einfach so hoch kommt. Auch für grafische Zwecke liegt sie nachher einfach schöner, wenn man das mitnutzt. So, jetzt gehen wir hier durch. Unten in das vorgelaserte Loch. So. Auch da mache ich es zweimal fest. Und wie man sieht, habe ich jetzt die erste Schuppe befestigt. So, die nächste wird jetzt hier so überlappen. Das heißt, ich fädel die hier einfach auf, gehe durch das Loch wieder rein, suche mir das entsprechende Loch im Stoff und ziehe den Faden vorsichtig durch. So, jetzt gehe ich hier wieder zurück. Nochmal in das mittlere. Und schon nimmt das Ganze ein bisschen Form an. Zurück. So.
So. Und im Prinzip wiederholt sich das jetzt, bis wir unsere Reihe so lang haben, wie wir sie haben wollen. So, hier ist es manchmal nicht so einfach, das Loch im Stoff zu finden, aber wenn man das anhebt, können wir da ganz gut drunter gucken und finde das auch ganz sicher. So, zwei Schuppen schon mal befestigt. So schlecht sieht es gar nicht aus. Insgesamt werde ich hier 6 Stück in der ersten Reihe haben. Das reicht, um das Prinzip darzustellen. Leider natürlich nicht für einen Schuppenpanzer oder ähnliches. Jetzt wird langsam schon das Muster erkennbar. So, dann wieder die Abhebesicherung. So. Man muss diese Löcher nicht hundertprozentig genau treffen, aber man sollte sie schon sehr in der Nähe befinden, damit man am Ende ein schönes Ergebnis bekommt. Schon einen Faden zu viel gesetzt. Aber das macht in diesem Fall nichts. Ärgerlich ist es, wenn man dadurch mehr Faden verbraucht und dann
ganz am Ende nochmal einen neuen Faden aufziehen muss. Aber ich glaube, in unserem Fall reicht das. Ich werde die Reihe mit diesem Faden zu Ende bekommen. Jo, das sieht so schlecht ja gar nicht aus. Nummer 5. Ja, später ist man immer schlauer. Ich hätte einen schwarzen Faden nehmen sollen. Das ist alles ein bisschen deutlicher geworden. So, die letzte Schuppe in diesem Demo. Wenn man also was Größeres machen will, ich habe Oberflächen hergestellt. Die eine war 28,5 cm breit. Das verbraucht ungefähr 20 Schuppen. So, pro Schuppe kann man umgebaut rechnen 3 Minuten. Wenn man nervös wird und viel Fäden verheddert, deutlich länger. So, aber hier geht es ja nur darum, zu zeigen, wie das mit dem seitlichen Versatz funktioniert. Und dafür reichen uns 6 Stück in der Breite. So.
zum letzten Mal nach unten durch. Und das Ganze am Ende fixieren. Ich mache das so. Wer eine schönere Technik dafür kennt, darf mir die gerne übermitteln. Wie gesagt, ich bin nicht so mit Nadeln und Faden bewandert normalerweise. Aber ich finde, dafür ist das schon ganz ordentlich. So, dreimal das Bremerrecht. Fertig. So, unsere Reihe ist beendet. Es ist jetzt nicht möglich, den Faden für die nächste Reihe einfach so fortzusetzen. Kann man hier abschneiden. Den auch. Und ja, man sieht jetzt hier, wie das Muster von hinten sich darstellt. Und so sieht das von vorne aus. Die nächste Reihe setzt dann hier wieder an. Und dann machen wir gleich weiter.